Hallo Leutchen, Sarah und ich sind wieder unterwegs im winterlichen Spanien, deswegen sind wir auch in Winterjacke unterwegs. Es ist schon ein bisschen frisch, ne? Ja. Wir sind vor dem Parque de Atracciones Madrid. Das ist der zweite Freizeitpark hier in Madrid. Park Warner haben wir die letzten beiden Tage besucht. Wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt, klickt euch mal hier oben rein. Und jetzt werden wir diesen Freizeitpark besuchen. Ich war vor einigen Jahren schon mal mit Ben hier. Seitdem haben die auch keine Neuheiten eröffnet. Aber Sarah kennt den Park noch nicht und hier gibt es 7 Achterbahnen. Und die gilt es heute zu fahren. Hoffen wir, dass es nicht zu voll wird. Der Park hat unter der Woche geschlossen und nur Samstag und Sonntag geöffnet. Heute ist dazu auch noch Halloween-Event. 12 Uhr macht der Park auf. Bis 22 Uhr hat er heute geöffnet. Und wir schauen mal, was wir alles so schaffen. Ja. Bin gespannt. Wir gehen wahrscheinlich erstmal da in die linke Ecke, wo wahrscheinlich alle hingehen, weil da die Hauptattraktionen des Parks sind. Hoffen wir das Beste, ne? Ja. Zur Not müssen wir so einen Fastpass ziehen oder so. Und wie ein Schuhfolter. Cool. So, jetzt müssen wir uns noch eine Schlange aussuchen, wo wir uns anstellen. Entweder die oder die. Die sieht geordneter aus. So, wir sind im Park drinne. 5 Minuten vor eigentlich Eröffnung, ist aber auch sehr gut. Der Park hat, glaube ich, 2 Eingänge, wenn ich das richtig erinnere. Einmal den hier hinter uns, das ist auch der Haupteingang eigentlich. Und dann gibt es nochmal diesen Gruppeneingang von oben, wo, glaube ich, auch die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel halten. Ich bin mir da aber auch nicht mehr ganz sicher, wie das so ist. Wir werden jetzt auch erstmal hier in den Actionbereich gehen. Hier stehen ziemlich viele Thrill-Fahrgeschäfte. Ich würde sagen, sogar in der Zahl. Jetzt nicht unbedingt an Achterbahnen, aber Flatrides auch mehr als im Park Warner. Und ja, auch die Highlight-Achterbahnen des Parks. Eine davon versuchen wir jetzt als erstes zu nehmen. Das ist nicht dieses Riesengerät hier, sondern Tarantula, ein Maurer Spinning Coaster. Tarantula sind wir gefahren. Sarah, was hältst du von der Bahn? War schon cool. So. Ich finde, das ist der beste Spinning Coaster. Mit mehr Strecke und so. Das Ding macht schon richtig Bock, vor allem, weil das auch so an so einem Hang gelegen ist. Und dann bist du so mitten in der Strecke, auf einmal geht es so richtig tief runter und du bist super schnell. Macht schon Bock, das Ding. Und ich glaube, ja, es ist schon der beste Spinning Coaster von Maurer, den ich hier gefahren bin. Schon cooles scheiße. Ding. Nee, das sieht zwar scheiße aus, aber... Skyline Park zum Beispiel. Ja, das ist ja, glaube ich, das Schlechteste von allen. Wie gesagt, sehr viele Fahrgeschäfte. Wir sind unten gerade schon an ein paar Flatrides vorbei. Gucken wir uns später, glaube ich, nochmal an. Aber hier zum Beispiel auch ein Huskondor, der auch immer noch läuft. Hätte nicht gedacht, dass man den noch so lange in Betrieb hält. Hier ist Dominos übrigens. Kann man sich später vielleicht mal einlisten. Wir gehen jetzt aber mal ans hintere Ende des Parks. Dort befindet sich Tornado, eine von nur noch 2 verbleibenden Intermin Suspended Coaster. Einer steht hier und einer steht in Norwegen. Finnland, meine ich ja. Wir haben sich, glaube ich, noch nicht ganz so viele Leute hin verirrt in die Ecke. Wir sind gerade in den Spinning Coaster reingehüpft, da wurde es direkt super voll. Ja. Die ganze Warteschlange ist jetzt voll.
Fall kann man hier noch raus. Muss man hier so einen mega Umweg gehen. Sarah! Ja, ist hässlich, ne? Ja. Die ganze Bahn sieht absolut scheiße aus. Richtig abgerockt und abgerannt. Aber es schlägt nicht so sehr wie die meisten SLCs, die wir bisher gefahren sind. Also ja. Kann man auf jeden Fall fahren, aber ist nicht besonders spannend. Ist halt auch schon ein paar Jährchen alt. Ich glaube, so würde Intermin nie wieder eine Achterbahn bauen. Das Layout haut einen halt überhaupt gar nicht mehr vom Hocker in der heutigen Zeit. Aber schön, dass es doch die Chance gibt, sowas noch fahren zu können. Aber gerade der Stationsbereich ist ziemlich... quasi Outdoor. Fahrt besteht eigentlich nur aus First Drop, zwei Loopings, einer Schraube und einer Helik. Aber dafür hat man halt viel zu viele Stützen verwendet, wie ihr seht. Also ich meine, Intermin hat damals sicherlich gedacht, genau so muss ein Looping gestützt werden. Ja. Aber nett hier mit der Wiese und sowas. Kannst du auf jeden Fall dich auch, wenn du ein paar Fotos und Videos machst, sehr austoben. Onrides wird es hier aus diesem Park übrigens nicht geben, weil ist nicht erlaubt. Und dann fährt er wieder. Und wir halten mal die Kamera drauf. Coaster hier. Das war gut, weil da war noch Strecke hinter. Ja, macht dann gleich viel mehr Spaß, wenn man ein bisschen länger da drin sitzt, als nur in diesem Kreis zu fahren. Der eine oder andere kennt die Bahn ja vielleicht auch aus dem Skyline Park bei uns in Deutschland. Da steht ja quasi nur dieser Teil als Strecke. Da geht es dann nach dieser Rolle hier oben direkt wieder in die Station und man pendelt so aus. Hier seht ihr auch im Hintergrund schon, ist noch Strecke dran. Das heißt, ihr fahrt hier diesen Teil, fahrt neben der Station vorbei. Ja, und fahrt dann da hinten noch so ein bisschen über die Strecke. Es ist nicht viel, da hinten kommt direkt eine Kurve und dann geht es auch wieder in die Station. Und ja, das ist auch so ein kleines Manko, was ich an der Bahn irgendwie jetzt doof finde, dass die halt jetzt schon wieder in die Station ballert und ja, genauso ausgebremst wird wie die Bahn im Skyline Park. Denn eigentlich würde sich das ja jetzt mit einer Strecke hinten dran für Zweizugbetrieb auch anbieten. Das heißt, einfach eine Schlussbremse hinten dran, zweiten Zug drauf und du hättest ein bisschen mehr Durchsatz. Könntest du die Strecke vielleicht auch noch einen Tacken länger machen, weil die hat ja halt auch super viel Speed am Ende der Fahrt. Aber ja, mein Gott, fährt sich cool, ja. Macht Spaß. Ja. Und ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Nein, sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man hier ist. Genauso wie Tarantula. Meiner Meinung nach die beste Bahn hier im Park. Auch wenn wir noch nicht alles gesehen haben jetzt. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, viel geiler wird es nicht mehr. Ja, würde ich glaube ich auch sagen, ja. Hier ist die Action-Ecke. Neben einer Hus Frisbee steht hier auch ein Hus Topspin, den wir jetzt fahren werden. Und wenn man da rüber guckt, haben wir auch direkt noch einen Intermin Freefall Tower am Start. Also hier kannst du auf jeden Fall dich austoben. Richtig gut. Also im Gegensatz zu dem Topspin gestern im Park Warner ist das hier ganz nice. Das könnte von den übrigen Freizeitpark Topspin 1 dann tatsächlich die spannendste Fahrt sein. Macht ja eine ordentliche Loopingrunde mit 5 Loops hintereinander. Fährt auch so recht häufig über Kopf. Fahrzeit ist nicht zu kurz. Optisch sieht es auch ganz nett aus. Die Gondel ist ein bisschen bunt. Das passt irgendwie gar nicht rein. Wenn die genauso wäre wie das, dann wird es gut aussehen. Wir sind jetzt hier in den Shop gegangen, dachten erst, die haben nur Müll. Dann haben wir diese T-Shirts hier gesehen. Die sind schon ganz hübsch. Mit dem Logo hier drauf und dieser ganzen Park-Skyline, das hat echt was. Und dann sind wir hingekommen, Starflyer ist ja das eine schöne, aber die haben einfach ein Topspin-T-Shirt. Und der Pulli ist irgendwie noch cooler, die haben vorne das Logo und hinten.
dieses geile Topspin-Motiv. Jetzt haben wir zum Glück noch eins in XL gefunden und das Schöne ist, die fallen schön klein aus, deswegen passt mir das gut. Da wäre aber auch noch ein T-Shirt in L gewesen. Ich finde es aber immer ein bisschen blöd, das haben viele Parks, dass halt die beliebtesten, größten, die sind halt ausverkauft, aber die werden dann auch nie nachbestellt oder so. Also weiß ich nicht, wenn ich doch sowas anbiete, dann habe ich dafür zu sorgen, dass in allen Größen immer alles verfügbar ist. Wir haben auch hier von der alten Schwarzkopfbahn, die im Park stand, T-Shirts noch. Der Wagen, hast du den gesehen? Der steht ja auch ausgestellt. Nee. Der steht gegenüber von dem Eingang von Abismo. Voll cool. Sarah hat die Augen aufgehalten, im Freefall war gerade sehr wenig los. Deswegen fahren wir jetzt hier eine Runde. Er hat drei separate Spuren und drei separate Wartebereiche. Es fahren aber nur zwei Spuren heute. Sollte jetzt maximal 10 Minuten dauern, sind wir wieder raus. Also der Freifallturm ist Durchsatz pur. Das Ding fährt 20 Sekunden, bam, 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 neu rein, wieder hoch, runter. Einmal Himmel zurück, das ist echt so geil. Achso, und hier ist der Wagen, den ich gerade im Shop angesprochen habe. Von dem alten Schwarzkopf-Coaster, der hier stand. Wir werden jetzt aber mal eben nach oben zu Domino's gehen und uns mal eine Pizza reinzwirbeln. Unsere Pizzastücke in Windeseile bekommen, wenn das keine 10 Sekunden gedauert, weil Pizza ist natürlich schon fertig. Jetzt bieten die in dem Menü aber noch eine Beilage an, Pommes. Das dauert noch. Weiß ich nicht, warum sie dann die Pizzastücke rausgeben. Ich sitze jetzt hier seit einer Viertelstunde gefühlt. Die Pizza ist arschkalt jetzt. Sarah muss jetzt noch warten, bis die Pommes fertig sind. Mal einen Automaten gefunden, der funktioniert. Wir fahren jetzt Zeppelin. Recorrido Herrero. Also hier ist gerade keine Wartezeit, deswegen. Das ist so eine Rundfahrt, die fährt hier um den oberen Parkteil einmal rum. Und wenn man hier nicht anstehen muss, ist das doch was Feines. Vielleicht kriegen wir noch ein paar schöne Aufnahmen hin. Gerade sind wir schon drüber gefahren und jetzt gehen wir rein. Das Nickland des Parks hier. Denn der Moviepark hat auch eins und die haben die gleiche Lizenz quasi und nehmen sich das Recht raus, auch ein Nickland zu haben. Wir sind jetzt hier gerade in der Handschuhwelt von SpongeBob. Die gibt es in Deutschland zum Beispiel nicht. Eine Attraktion hier ist dieses Twist and Splash von Mack Rides. Kennt man zum einen auch aus dem Slakaren zum Beispiel. Oder das Volantica bei uns in Deutschland hat auch sowas. Wir hatten aber hier gerade auch von oben schon gesehen, dass der sehr abgerockt aussieht mittlerweile. An sich ist das Design echt cool mit dem Achterbahnen hier drauf und sowas. Sieht halt so ein bisschen dann aus wie auch aus SpongeBob. Auf jeden Fall schöner als das Ding in Rulantica, wenn man jetzt nicht beachtet, dass das hier so runtergerockt ist. Sonst eigentlich total einfallsreich so. Wir gehen dann mal weiter rein hier in den Bereich. Hier nämlich auch drei Achterbahnen da und die wollen wir mal fahren. Beziehungsweise eine davon steht nicht wirklich im Nickland, sondern hat nochmal so einen gesonderten Bereich. Ja, gesondert vom Themenbereich ist hier nochmal so eine Burg. Hier befinden sich zwei Eingänge drin. Einmal die für einen riesengroßen Splash-Wasserbahn, die aber leider geschlossen hat. Beziehungsweise nicht leider, weil es ist super kalt. Und TNT Tren de la Mina, eine Gerstlauer Achterbahn. Dürfte mittlerweile auch schon seine guten 10 Jahre auf dem Buckel haben. Mir bleibt die Bahn immer sehr schön in Erinnerung, weil ich habe damals mal ein Praktikum bei Gerstlauer gemacht. Und da wurde die gebaut gerade. Wir setzen uns da jetzt mal rein. Ist einer der größeren Family Coaster von Gerstlauer. Hat jetzt keine Rückwärtspassagen wie Pegas Express oder so, sondern fährt halt wirklich nur family-mäßig einmal im Kreis. Und das ist das, was ich meinte, Sarah. Hier willst du halt einfach nicht anstehen. Und ich hatte die Befürchtung, dass das hier alles voll ist heute. Aber der Park, die Fülle, die hält sich echt in Grenzen. Und von einem Quickpass sind wir echt sehr weit entfernt. Stell dir vor, das steht alles voll. Das wäre ja absolut Rotze. Und die fahren sogar mit zwei Zügen hier, das ist gut. Und hier rechts ist dann auch direkt der Wartebereich. Den Super Splash, der hier nebenan steht. Da könnt ihr euch aber auch mal in das Video von vor einigen Jahren reinklicken, hier aus dem Park, wo ich werden schon mal hier war. Da sind wir hier diese Super Splash-Bahn gefahren. Da waren wir zwar im Frühjahr hier, im März oder sowas. Da war es jetzt auch noch nicht
nicht Hochsaison, aber da war es auf jeden Fall vom Wetter her geeignet, eine solche Bahn zu fahren. Jetzt haben wir das Ende der Schlange gleich erreicht, wenn wir hier alle Gänge einmal zickzack gegangen sind. Ich komme auch nicht mal auf die Idee, mal hier so ein Tor aufzumachen. Fahren wir mal eine Runde. Immer noch die neueste Bahn hier im Park, obwohl es jetzt auch quasi gute 10 Jahre her ist, dass die gebaut wurde. War ganz nett, ja. Man hätte noch ein bisschen mehr Thematisierung der Bahn verpassen können. Aber sie hat mehr Thematisierung als dieses komische Ding gestern von Mack. Stimmt, ja. Ich finde auch die Strecke an sich, glaube ich, ein bisschen cooler als von dem Youngster Mack Coaster. Die fährt sich nicht ganz so sanft. Die von Mack, die fliegen ja echt über die Strecke, die so ein bisschen rappeln drin. Ist aber okay. Jetzt stehen wir hier an beim Paw Patrol Coaster. Juhu. Ein Standard Coaster. Es kann sogar sein, dass der Tacken neuer ist noch als der da. Aber ja, ist auch völlig egal, denn das ist sowas, wie es auch aus Deutschland, unter anderem aus unserem Nordseespieleland Wangerland kennt. Ist so eine Standardachterbahn, 80 Meter glaube ich lang, dafür steht dieses 80 im Namen von Zamperla. Mehrfach auf der ganzen Welt gebaut worden, sind wir jetzt auch schon mehrfach in unterschiedlichsten Varianten gefahren, zum Beispiel auch in England, im Flamingoland stand so eine Bahn. Angeschlagen, 45 Minuten, das musst du mal reintun. Keine andere Attraktion im Park hat glaube ich gerade 45 Minuten, vielleicht der Tarantula Spinning Coaster, der war auch relativ voll. Aber ich glaube, die 45 werden es nicht. Die waren es beim letzten Mal, wo wir hier waren, abends um 10 Uhr oder so. Das war das Schlimmste, was ich hier erlebt habe, weil dauernd sind ja auch noch Kinder um die Beine gewuselt, die vorgedrängelt haben die ganze Zeit. Und es gibt tatsächlich auch einen Speedy Pass, der auch die Nickland-Attraktion inkludiert. Das ist natürlich dann besonders nervig bei solchen Kinderattraktionen hier. Hier im Nickland gibt es sogar Bäume, ist das nicht geil? Guck mal, hat man Schatten, einfach Schatten. Ja. Ich meine, Sonne wäre jetzt mal ganz cool bei den Temperatures, aber ist ein bisschen anders hier als im Movie Park Germany. Gibt es auch andere Attraktionen? Ich glaube, so eine Attraktion, die es bei uns im Nickland gibt, gibt es hier gar nicht. Wir haben hier auch so ein Freefall, aber so ein bisschen anders. Dann haben die hier sogar das Haus von SpongeBob Schwammkopf, was man besuchen kann. Dann gibt es hier eine Dora-Rundfahrt mit so kleinen Jeep. Das kommt noch am ehesten an die Paw Patrol-Fahrt dran, die es ja bei uns seit neuestem gibt. Hier oben einmal über den Park fährt so eine Eisenbahn drüber. Einfach so 5 Meter hoch aufgeständert. Ist auch ziemlich witzig. Die startet da oben. Dann Wasserspielplatz gibt. Ja doch, die Ninja Turtles Fahrschule. Die gibt es 1:1 so. Ich glaube, gespiegelt vielleicht auch in Deutschland. Das ist auch hübsch thematisiert hier. Mit Jimmy Neutron. Patrick, du geile Sau. Hallo, ich bin Patrick. Hi. Panzer, was verbindet man damit natürlich? Da steht's schon. Ein Starflyer. Ja, wir sind gerade gefahren. Wie war's das? Aussicht war sehr gut, ne? Ja, ich konnte ganz geil. Madrid sehen, den ganzen Park, die Bäume. Sehr schön. Du siehst halt so diese Skyline von Madrid und dieser Freizeitpark liegt in so einem Naturgebiet. Nicht Naturschutzgebiet wahrscheinlich, aber eher Naturgebiet. Hier ist ganz viel Baum drumherum. Ja. Und hier ist auch noch ein Zoo, der auch zur gleichen Gruppe gehört noch. Also den könntet ihr theoretisch auch mit der Moviepark-Jahreskarte, glaube ich, sogar noch mitbenutzen. Das heißt, wenn ihr in Madrid seid und eine Moviepark-Jahreskarte habt, dann könnt ihr hier richtig was unternehmen. Ja, das ist alles gratis.
Das hier ist übrigens die Schlange für dieses Maze da, The Walking Dead Experience. Ist ganzjährig hier. Damals hatten die auch voll den Aufstand gemacht. Da kamen diese ganzen Monster auch mal raus und haben sich an diesen Zaun gehangen und so. Jetzt gerade nicht so, aber ist auf jeden Fall krasser aufgemacht als damals diese Walking Dead Maze im Movie Park. Sah jetzt nicht so toll aus, aber das hier ist schon ganz hübsch. Auch mit dem Haus, was da hinten so zwischen den Bäumen noch ist. Ich finde auch den Blick hier rüber mit der Achterbahn im Hintergrund im Freefall. Das ist schon schön. Aber manches ist auch sehr abgerockt. Ja. So funktioniert der Frisbee. Genial, wie nah man hier einfach rankommt. Übrigens funktionieren auch die ganzen alten Bus-Schiffschaukeln und so weiter mit genau diesem Prinzip. Einfach so ein Reibrad, das unten drunter greift und das Ganze anschubst. Da oben, da ist gar kein Motor drin. Das ist einfach nur aufgehangen. Und jetzt gibt das Ding aber Vollgas hier. Wuhu! Schöne alte Hustfrisbee. Ja, lebt natürlich von der schnellen Drehung. Die schaukelt jetzt auch nicht mehr bis ganz oben. Aber ja, schön, dass wir sowas noch haben. Im Moviepark haben wir auch noch eine, die auch noch recht flott unterwegs ist. Willst du das fahren? Ist gerade nicht so viel los. Wir fahren jetzt hier mit diesem Condor-Gerät, auch eine Hussschleuder. Schleuder jetzt nicht mehr unbedingt, ist jetzt nicht mehr so schnell unterwegs. In Deutschland haben wir auch noch so zwei, drei Anlagen davon. Ich glaube, Belantis, Skyline Park, Kalka hat ja auch noch einen. Ich glaube, das wären sie alle. Der schnellste davon steht aktuell immer noch unserer Meinung nach in Belantis. Der fährt ja noch recht flott tatsächlich, sieht auch wirklich noch gut aus. Der hier sieht nicht mehr so gut aus und ist auch nicht mehr so flott. Aber wir setzen uns jetzt trotzdem mal da rein. Nächste Station, Vertigo, die wilde Maus hier im Park, ist gerade down scheinbar, fährt aber gerade Testfahrten und es regnet jetzt doch. Und der ein oder andere, der könnte die Farbgebung bekannt sein. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist die gleiche Gruppe wie der Moviepark. Und diese gleiche Gruppe besitzt auch das Bobbejaanland. Und wer schon mal im Bobbejaanland war, der weiß auch, dass da eine wilde Maus steht. Und diese wilde Maus war meine Doppelanlage, ist es aber nicht mehr. Denn da steht nur noch eine Seite. Die andere Seite dieser Anlage ist in diesen Freizeitpark gewandert. Und da stehen wir jetzt vor. Vertigo. Speedy Bob Teil 2 quasi. Wollen wir jetzt hier mitklettern oder wollen wir zickzack gehen? Die haben immer überall den ganzen Wartebereich auf. Das heißt, du musst zickzack gehen. Und derzeit, wo du zickzack gehst, drängeln sämtliche Leute vor, indem sie unter den Geländern durchklettern und hier Linejumping betreiben. Warteschlange dürfte aber ungefähr die gleiche Länge haben wie damals, wo ich mit Ben hier war. Das ist halt ultra nervig hier anzustehen. Ja. Hier. Wir kommen aus Vertigo. Wir können sagen, wie lange wir angestanden haben, wenn die Zeit läuft. Noch 48 zeigt sie an. Sagen wir 45. Bei der angeschlagenen 30-minütigen Wartezeit. Ja, nicht so geil, aber
jetzt sind wir auch diese tolle wilde Maus hier gefahren. Also ich bin sie ja eh schon gefahren. Aber Sarah, fandst du sie besonders gut? Ganz normale Maus. Bisschen hart in die Kurven gerast, also hat sehr wenig gebremst, sag ich mal. Dafür war sie aber noch in Ordnung, würde ich sagen. Aber fand sie nicht besonders gut und auch nicht besonders schlecht. Nee. Aber die Bobby an Land fährt sich meiner Meinung nach ein bisschen besser. Also sie ist ein bisschen besser eingestellt, das Gegenstück dazu. Aber wenn wir gerade eh noch in der Ecke sind, zeige ich euch noch eben hier diese große Splash-Wildwasserbahn. Das ist halt so Riesenboote, einmal hoch, einmal runter, mega Splash. Hier oben kannst du dich hinstellen, wenn du nass werden willst. Einmal hier rum und Ende. Und wenn du Pech hast, bist du mit deinem Boot da. Hier fährt noch ein Boot und du bist nochmal nass. Also ist jetzt nichts Großes, sieht aber ganz hübsch aus, ne, mit diesem Wasserfall. Wenn ich jetzt so da hinten reingucke, sehe ich, dass der Wartebereich von Tren de la Mina mittlerweile ganz schön voll ist. Na? War deine Toilette auch so ein Edelstahlpalast? Boah, ekelhaft, Alter. Voll die Knasttoilette und stinkt das da. Hier läuft überall Rammstein. Ja, den Candy Store, den gab es doch schon in der Westernstadt von dem, wie heißt das? Park Warner. Guck mal, Augen und Zähne. Riecht's auf jeden Fall lecker drin. Tennisbälle, Kirschen. Liebe Kirschen, die sind mega. Die finde ich auch lecker, die erdbeerigen. Die sind lecker, ja. Hatte ich die ganze Packung vor zu Hause gehabt. Du hast nicht einen davon gegessen. Klar. Was ist das denn, Alter? Zu lange ins Wasser gelegt. 100 Gramm, 4 Euro. Meinst du, die Leute verstehen, was der da singt? Naja, der Park wird gefühlt wieder immer voller. Die Maces sind alle offen und begeistern die Gäste. Außer uns. Ja, wir sind eigentlich durch mit allem, was ihr sehen müsst. Wir werden jetzt wahrscheinlich die drei großen Hauptattraktionsachterbahnen nochmal fahren. Wartezeiten werden jetzt immer so bei 30, 40 Minuten liegen wahrscheinlich. Ja, von wegen 30, 40 Minuten warten, ne? Das hier, das sind zweimal hin und her laufen. Aber das Ding hat halt eine Kapazität von 12 Personen und immer einen vollen Fastpass-Bereich. Ja, Speedy Pass macht wieder alles kaputt. Das war gestern in dem Park schon so, aber da hat man es nicht so ganz gemerkt. Da hat es halt nicht so krass gemerkt. Aber wenn von 12 Personen 6 Personen Fastpass sind, ja, arschlecht. Völlig geisteskrank und ich verstehe dieses System nicht. Und das machen nur diese Kack-Kettenparks. Disney kriegt es gebacken, Universal kriegt es noch halbwegs gebacken und der Europa-Park kriegt es auch gebacken. Aber da ist es auch kostenlos und das ist auch das beste System dafür. Bietet es kostenlos an und dann ist gut. So ein paar Begrenzte, jeder hat die Möglichkeit, sich das zu ziehen und wenn weg, dann weg. Das merkt man jedes Mal wieder und das ist meistens tatsächlich in Parks, die irgendwelche Ketten anhören. Weil die grundsätzlich halt schon ihre komischen Abläufe haben, die eingehalten werden müssen. Das heißt, die Abfertigung ist schon grottig hier. Dann hast du noch eine Achterbahn, die überhaupt keine Kapazität hat, wie fast überall hier in dem Park, weil sie entweder nur noch einen Zug haben, weil die anderen irgendwo zerfetzt rumliegen oder weil die Bahn halt so gebaut wurde, dass sie halt einfach keine Kapazität hat. Und dann kommen diese Fastpass-Leute dazu, die sich für Geld viel zu günstig diese Karten kaufen. Ich meine, wir brauchen es nicht. Wir haben es zwar auch überlegt, weil klar, wenn du jetzt hier, weiß ich nicht, extra hinfliegst, dann willst du natürlich auch viel aus dem Park haben, aber wir haben es ja ohne geschafft. Der teuerste Fastpass kostet hier nur 40 Euro. Das ist in meinen Augen, wenn du sowas anbietest, viel zu günstig, weil jeder sich das kauft. Den ganzen Tag so oft fahren. Genau. Das ist brutal. Das ist halt total bescheuert irgendwie. Wir haben uns ja schon oft genug darauf geregt, der Heidepark bei Merlin ist es genau das gleiche Problem. Das ist bei den Walibi-Parks das gleiche Problem. Und das sind alles immer diese Kettenparks, weil die immer diese komischen Abläufe haben. Und wenn du schlecht bist und dann noch solche Sachen anbietest, jetzt gerade auch wieder, die machen den Zug voll, du beobachtest das. Und dann lassen die erstmal die Fastpass-Leute rein, was ja an sich auch schon mal wieder mehr Zeit kostet. Allein das Reinlassen, Abscannen dieser Fastpass-Tickets kostet ja Zeit für die Leute, die normal anstehen. Aber naja, damit sind wir hier durch aus dem Park. Wir haben glücklicherweise alles gesehen. Ihr müsst euch keinen Fastpass kaufen, wenn ihr früh genug da seid. Dann könnt ihr nämlich morgens den größten Rotz schon mal abreißen. Was sagst du denn zum Park? Also optisch schön, gut gelegen, schön mit Grün, ganz viele Bäume im Park. Ein paar Attraktionen sind ein bisschen hart abgerockt. Der Bereich hier vorne gefällt mir am besten, wo halt irgendwie alles ist. Weiter oben ist nur noch das Nippland und da ist irgendwie, das zieht sich dann auch gar nicht mehr dahin. Ja, die eine Ecke hier hinter Walking Dead, wo es zum Wellenflug rüber geht und zu Tornado, da ist halt gar nichts. Ja. Ist auch total abgerockt alles da. Ja, also hier die Ecke gefällt mir gut. Es ist alles schön dicht beieinander. Sieht von Weitem auch noch alles gut aus. Wenn man dann näher hinguckt, dann ist schon einiges ein bisschen abgerockt. Aber gut, ansonsten eigentlich ein ganz schöner Park. Aber ja, Fastpass versaute dann halt auch ganz schnell den Tag. Ja. Wir hätten jetzt auch noch 2,5 Stunden gehabt hier in dem Park. Vor allem die Bahnen sind halt nicht gut genug, um sich 1,5 Stunden dafür anzustellen. Und die sind halt auch alle super kurz. Ja.
wo dann auch der Anreiz für so ein Night halt gar nicht mal so hoch ist. Nee. Und vor allem bleibt ja auch gar nicht die Möglichkeit, an einem anderen Tag zu kommen, weil es kommen ja dann immer die Kommentare. Wir hatten das letztes Jahr im Heidepark schon. Wir kritisieren ja auch überhaupt nicht, dass es zu voll ist. Es ist ja völlig okay, dass es so voll ist. Nee, es war auch gar nicht so voll heute. Nee. Ich hätte es viel voller erwartet. Wir kritisieren, dass die Parks es nicht gebacken kriegen, mit ordentlichen Systemen zu arbeiten, gerade die Kettenparks. Und das haben wir auch beim Heidepark gesagt. Ich habe es mehrfach betont und Leute haben es in den Kommentaren trotzdem nicht verstanden. Die haben dann gesagt, ja, dann kommt man unter der Woche und wenn keine Ferien sind und so weiter. Ja, Pustekuchen funktioniert hier nicht. Ja, der Park hat nur noch am Wochenende auf. Dann ist hier natürlich rappelvoll. Also, wobei es natürlich ging, ne? Ich habe es viel voller erwartet und wir hatten ja, wie gesagt, diese Option Fastpass kaufen. Weil Halloween ist, dachte ich, ist ja viel mehr los. Ja, du merkst aber auch in Spanien, es wird halt am Ende, normalerweise bei uns in Deutschland wird es am Ende des Tages leerer, hier wird es voller. Ja, die Leute kommen jetzt immer noch. Ja, weil die halt Halloween machen wollen. Ja. Aber was ich richtig schwach finde, was man noch sagen muss, ist die Essensauswahl im Park. Ja, also der Domino's hatte von 13 bis 17 Uhr auf. Was ist das denn? Der Park hat noch 5 Stunden auf und irgendwie gefühlt gab es sonst auch nichts außer 2 Hotdog-Buden und irgendwelche Snackautomaten. Jetzt kriegst du nur noch Chips. Hier hat kein Restaurant mehr auf, nee, oder so. Du kriegst nur noch Chips oder irgendwelche Snacks. Nur noch Snacks. Ich glaube, du kriegst nicht mal eine gescheite Pommes. Du kannst dir nur noch so ein Tüten keine Chips Pommes kaufen. Gesehen. Ich habe nur Hotdogs gesehen sonst noch, außer Domino's. Also, wenn ihr die Moviepark-Jahreskarte habt und nach Madrid kommen wollt, gerade auch wegen dem anderen Park, der natürlich wahrscheinlich Hauptbesuchsgrund ist, weil der die guten Bahnen hat, der hier hat vielleicht mehr Auswahl, dann nehmt ihn auf jeden Fall noch mit. Es ist alles eine Kette. Aber erwartet jetzt hier nicht den High-End-Superpark. Ja, damit verabschieden wir uns hier aus dem Park der Attractiones in Madrid und auch von unserer kleinen Madrid-Tour, die nur aus 2 Videos bestand. Und dann sehen wir uns demnächst in Deutschland wieder. Ciao! Tschüss.